ChatGPT, künstliche Intelligenz und Pflegeroboter, die Welt und natürlich auch die Medizin wird zunehmend digital. Und auch wenn mir persönlich bei dem Gedanken, dass mir vielleicht zukünftig Roboter Blut abnehmen werden, eher so ein bisschen komisch wird, eins ist klar, die Digitalisierung und künstliche Intelligenz wird unser aller Leben und vor allen Dingen auch die Medizin grundlegend revolutionieren. Und wie wir jetzt diese neuen Entwicklungen trotz natürlich auch berechtigter Bedenken optimal für uns und unsere Gesundheit nutzen können, darum geht's in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dr. Hart. Mein Name ist Stefan Waller, ich bin Kardiologe und Herzcoach und wenn du bereits von einer Arteriosklerose betroffen bist, dann habe ich heute ein Geschenk für dich, nämlich mein mit viel Liebe und Herzblut geschriebenes E-Book Selbstbestimmt und angstfrei leben nach Herzinfarkt und Co., das du dir heute für 0 Euro herunterladen kannst. Die Zeiten, in denen nur Mediziner und Fachleute auf neueste medizinische Studien und Fachwissen zugreifen konnten, ganz einfach, weil das gesamte medizinische Wissen hinter einer kaum zu verstehenden Fachsprache verborgen war, die sind zum Glück vorbei. Heute können wir ja alle im Netz auf eine Vielzahl von wirklich hochwertigen und laienverständlichen Gesundheitsinformationen zugreifen, was uns zuerst in die Lage versetzt, für uns und unsere Gesundheit die besten Entscheidungen treffen zu können. Wir können uns zum Beispiel an den Sprechstundenservice der Deutschen Herzstiftung wenden und bekommen dort wirklich eine professionelle Experteneinschätzung unserer eigenen gesundheitlichen Situation. Und so können wir dann wirklich auf Augenhöhe bestens informiert mit unseren uns behandelnden Ärzten und Ärztinnen die für uns beste Behandlungsentscheidungen treffen. Natürlich brauchen wir auch ein bisschen Medien- und Digitalkompetenz, um vertrauenswürdige medizinische Inhalte unterscheiden zu können von Sensationsjournalismus und Panikmache. Aber das können wir lernen und das ist auch eine extrem wichtige Kompetenz, gerade aber auch nicht nur im Bereich medizinischer digitaler Informationen. Digitalisierung verbessert aber nicht nur für uns alle den Zugang zu topaktuellen, hochwertigen medizinischen Informationen, sondern sie wird auch die Art und Weise, wie wir Erkrankungen frühzeitig diagnostizieren und dann auch therapieren können, revolutionieren. Wieso? Hier nur mal ein kleines Beispiel. Mein eigener Vater hatte vor vielen Jahren völlig unnötig einen kleinen Schlaganfall. Und wie sich im Nachhinein herausstellte, litt er unter einem sporadischen, einem sogenannten paroxysmalen Vorhofflimmern, wodurch sich in seinen Herzvorhöfen ein Blutgerinnse bildete, was eine kleine Hirnarterie verstopfte. Heute müsste das nicht mehr passieren, denn Sie alle kennen Smartwatches, vielleicht haben Sie sogar selber eine und die sind ja bereits in der Lage, Herzrhythmusstörungen, insbesondere auch Vorhofflimmern, rechtzeitig aufspüren zu können. Und in Zukunft werden wir alle gesundheitsrelevanten Körperfunktionen 24/7, also rund um die Uhr, über kleinste Sensoren vermessen können, die wir entweder in unseren Smartphones, Smartwatches oder kleinste Sensoren an oder in unserem Körper mit uns herumtragen. Tritt dann zum Beispiel beim Joggen ein Vorhofflimmern auf, dann wird das über ihr smartes T-Shirt registriert werden. Sie bekommen eine Push-Nachricht auf ihr Handy geschickt und vielleicht gleich noch den Vorstellungstermin bei ihrem Kardiologen dazu. Und wenn dann schließlich Ihr Kardiologe das Vorhofflimmern tatsächlich bestätigt, dann wird er eine schützende Blutverdünnung einleiten, die Sie dann vor einem Schlaganfall schützen kann. Und wäre das schon damals bei meinem Vater passiert, wer weiß, vielleicht hätte es Ihnen den Schlaganfall erspart. Heute ist es ja oftmals so, dass wir uns erst mit ausgeprägten Beschwerden bei unserem Arzt vorstellen. Und der hört sich dann unsere aktuelle Krankengeschichte an, er wird vielleicht noch Laborwerte abnehmen, ein Röntgenbild machen und hat vielleicht auch noch bruchstückhaft ein paar Vorinformationen aus der vorausgegangenen Krankengeschichte. Und aus dieser Momentaufnahme muss unser Arzt dann eine Diagnose stellen und eine weitreichende Behandlungsentscheidung treffen. Weil hier aber natürlich wichtige Informationen fehlen, wird er letztlich eine Standardbehandlung einleiten, die den meisten Menschen in dieser Situation hilft. Und das kann natürlich die richtige Behandlung sein, muss es aber nicht. In Zukunft können wir uns auf eine wirklich individuell zu uns genau passende Medizin freuen. Eine Präzisionsmedizin, die ansetzt, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, bevor wir bereits eine ausgewachsene Erkrankung entwickelt haben. Wir werden dann also in Zukunft hoffentlich nicht erst zum Arzt gehen, wenn wir bereits eine ausgewachsene Erkrankung entwickelt haben, sondern bereits dann, wenn über unser kontinuierliches digitales Monitoring
Abweichungen unserer Körperfunktion von der Norm festgestellt worden sind. Der Arzt Ihres Vertrauens kann dann, natürlich nur wenn Sie das erlauben, auf eine komplette digitale Krankengeschichte von Ihrer Geburt bis zur Gegenwart zugreifen. Ihm stehen dann sämtliche in der speziellen Situation relevante digital aufbereitete Befunde zur Verfügung. Eine künstliche Intelligenz wertet dann kontinuierlich all diese Daten aus und verknüpft sie dann mit unseren individuellen genetischen Informationen. Daneben wird auch kontinuierlich der Verlauf sogenannter digitaler Biomarker, wie zum Beispiel subtile Veränderungen ihrer Stimme oder der Art und Weise, wie sie die Tastatur ihres Laptops bedienen, über eine künstliche Intelligenz analysiert und dem Arzt ihres Vertrauens zur Verfügung gestellt. Und damit kann unser Arzt natürlich viel besser die genau richtige Diagnose stellen und vor allen Dingen auch eine wirklich für uns passende Behandlungsempfehlung geben. Und das Beste ist, wenn die Behandlung nicht anschlagen sollte, dann kann auch in Abhängigkeit von den kontinuierlich aufgezeichneten Gesundheitsdaten die Behandlung jederzeit angepasst werden. Wenn wir jetzt diese ganzen Gesundheitsdaten, die wir kontinuierlich vermessen können, kombinieren mit den Daten aus unserer genetischen Diagnostik, die auch immer billiger und damit breiter anwendbar wird, und das alles mittels der künstlichen Intelligenz verrechnen, dann machen wir einen riesigen Schritt in Richtung Präzisionsmedizin. Und das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist doch bei allen berechtigten Bedenken und Ängsten bezüglich Datensicherheit und Datenmissbrauch einfach eine riesige Chance, die Gesundheitsversorgung insgesamt grundlegend zu verbessern. Und mit verbessern meine ich, dass wir wegkommen von einem Krankheitsverwaltungssystem hin zu einem wirklich proaktiven Gesundheitserhaltungssystem, einem Gesundheitssystem, was diesen Namen auch wirklich verdient, weil wir proaktiv Gesundheit erhalten können, bevor Krankheit entsteht. Also bleiben Sie ruhig kritisch, aber grundsätzlich offen gegenüber diesen vielen spannenden digitalen Anwendungen. Probieren Sie sich ein bisschen aus, diskutieren Sie vielleicht auch mit Ihrem behandelnden Arzt oder Ärztin über Sinn oder Unsinn dieser digitalen Anwendung. Also, schöne neue Digitalwelt, die da auf uns zukommt. Mich interessiert jetzt natürlich, welche Erfahrungen Sie da draußen schon gesammelt haben mit derartigen digitalen Anwendungen. Schreiben Sie es gerne in die Kommentare und diskutieren Sie mit der Community. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie schön gesund. Ihr Dr. Hart.